So, liebe Zuschauer, da sind wir wieder für Sie mit einem ganz, ganz wichtigen Thema. Denn wir möchten mit Ihnen gerne jetzt über Ihr Raumklima sprechen. Das ist gerade jetzt zu dieser kalten Jahreszeit sehr, sehr wichtig. Denn viele Menschen haben dann die Fenster und Türen geschlossen aufgrund der Kälte draußen. Ja, man lüftet sehr, sehr wenig. Und dann entsteht drinnen natürlich eine warme Atmosphäre, man hat die Heizung schön an, es wird kuschelig, es wird aber auch sehr, sehr trocken häufig durch die Heizungsluft. Und manchmal merkt man das dann auch an den Fenstern, je nachdem wie gut dann auch isoliert ist, dass sich dann auch so kleine Tröpfchen mal an den Fenstern bilden zum Beispiel, dass plötzlich die Pflanzen aber auch ganz anders aussehen, dass man da gießt und denkt, was ist denn mit denen, dass sie selber aber auch plötzlich an ihrer Haut merken, vielleicht auch an ihrer Atmung, irgendwas ist anders, als das normal das ganze Jahr über ist. Und dann beginnt man vielleicht so ein bisschen darüber nachzudenken und denkt, ach, was ist denn das plötzlich? Es liegt an Ihrer Luft, die Sie in den Räumen haben. Und wir möchten Ihnen heute in dieser Sendung mal zeigen, wie Sie der Sache auf die Spur kommen, wie Sie der Sache auf den Grund gehen können und wie Sie da auch ein bisschen gegensteuern können. Ja? Das kann man nämlich machen mit Luftreinigern, mit Luftbefeuchtern. Wir haben diese Produkte für Sie. Wir möchten Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Ralf ist bei mir. Ja. Und um dieser Sache erstmal auf den Grund zu gehen, wie sieht es denn bei mir zu Hause überhaupt aus? Genau. Was habe ich für eine Luft bei mir zu Hause? Brauche ich natürlich etwas, um das zu messen. Genau, bevor ich reagiere, muss ich natürlich auch wissen, auf was ich reagieren muss. Und dann ist ein Thermometer mit Hygrometer genau das Richtige. Das haben wir hier sehr, sehr übersichtlich. Und Sie sehen, wirklich groß zu sehen, sofort die Temperatur. Und wir sehen es auch gleich hier, die Temperatur 21,7 und die Luftfeuchtigkeit 33%. Jetzt sehen wir hier oben, schauen Sie mal, der Smiley, der zeigt mir an, was Sache ist. Und der zieht jetzt ein bisschen, also bei uns im Badischen sagt man eine Letsch. Ganz einfach, der ist ein bisschen unzufrieden, aber das ist klar, weil dieser Wert hier, der ist zu nieder. Wir müssen also hier im Studio auch etwas machen. Klar, Heizungsluft, die ist einfach trockener. Wir sollten hier auf einen Wert von, ich sag mal, zwischen 45% und 55%, dann ja, wären wir richtig. Also bei uns hier im Studio wäre es jetzt unbedingt notwendig, einen Luftbefeuchter einzuschalten. Und hier ist natürlich, jetzt ist es zu trocken, es könnte natürlich auch das Gegenteil sein, dass es zu feucht ist. Ja? Und dann müsste ich natürlich entfeuchten. Dann haben wir die Schimmelgefahr. Und wenn sowas mal der Fall wäre, kann ich hier auch ohne Probleme einen Alarm einstellen, der mich auch davor warnt. Man hat hier einen, man sieht das hier oben sehr schön an diesen Zeichen, man hat hier visuell und auch akustische Warnung. Ne? Also richtig, man kann sich sowohl also visuell, also durch Sehen einen Alarm geben lassen, als auch einen Geräuschalarm, also es einmal piept und sagt hier Achtung, da stimmt was nicht, sodass man direkt dann auch reagieren kann, weil oft kriegt man das ja gar nicht mit, das ist ja das größte Problem. Ja. Man merkt das ja gar nicht. Nee, das geht ja schleichend und ich merke jetzt, ob jetzt, also ich persönlich merke hier jetzt keinen großen Unterschied im ersten Moment, langfristig gibt es natürlich einen Unterschied, wenn die Luft zu trocken ist, die Schleimhäute trocknen aus, man ist einfach ein bisschen müder, ein bisschen matter und man ist auch viel, viel anfälliger für Erkältungen. Dieses Hygro- und Thermometer, das können wir jetzt überall hinstellen, indem wir einfach diesen Fuß hier rausmachen, aber Sie sehen da oben auch diese zwei silbernen Applikatoren und das sind Magneten. Jetzt kann ich den Fuß wieder einklappen und könnte das jetzt zum Beispiel auch ohne Probleme einfach mal am Kühlschrank befestigen oder an anderen metallischen Geräten. Natürlich zum Beispiel auch im Keller, weil damit kann ich natürlich auch im Keller die Luftfeuchtigkeit messen. Da ist das Thema natürlich nicht, wahrscheinlich nicht zu trockene Luft, sondern zu feuchte Luft, also Schimmelgefahr. Überall, wo Schimmelgefahr herrscht, einfach mal durchmessen, weil ich bin ja hier flexibel. Und ich finde gerade dieses Modell hier fantastisch, Ralf, muss ich sagen, weil hier natürlich bestimmte Szenarien direkt eingespeichert sind, die ganz, ganz häufig passieren. Zum Beispiel, dass man heizen muss, dass man kühlen muss, dass man lüften muss oder dass Erkältungsgefahr besteht. Ne? Das sind so vier Szenarien, die ganz häufig eintreffen. War lustig vorhin, also die Geräte kommen bei uns aus dem Lager und da ist es kühler als hier. Und vorhin, als wir die Geräte bekamen, waren die unter 19 Grad. Und dann war oben das Zeichen Erkältungsgefahr. Ja. Also auch das zeigt es Ihnen natürlich an, die Luftfeuchtigkeit und Thermometer. Und dann auch noch, ja, wenn es richtig perfekt ist, dann lächelt der Smiley auch da oben und sagt da hier Daumen hoch, alles richtig. Und dafür können Sie natürlich mit wenigen Mitteln sorgen, die wir Ihnen gleich im Anschluss zeigen.
Ihre Bestellnummer hier, die NC7340 und die 569, der TV-Sonderpreis, den wir Ihnen anbieten dürfen, 12,26 Euro. Und meine Empfehlung an dieser Stelle ist, bestellen Sie auch gleich zwei oder drei Geräte, dass Sie einen zu Hause im Wohnzimmer vielleicht haben, einen im Schlafzimmer und dann vielleicht einen, wie Ralf es gerade schon angesprochen hat, auch in kritischen Räumen, wie zum Beispiel im Kellerraum, wo Sie auch Sachen lagern, dass Sie das auch da im Blick haben, dass sich da dann auch kein Schimmel bildet. Und wir haben es gesagt, wenn man dann ein Problem hat, wenn dieses Hygrometer, Thermometer dann auch anzeigt, oh, es ist zu trocken in den Räumen, wenn man da wirklich Probleme hat mit der Luftfeuchtigkeit, wenn das immer zu niedrig ist, muss man mit einem Luftbefeuchter gegensteuern. Und da haben wir tolle Modelle im Angebot. Wir haben Luftbefeuchter und Ionisatoren. Hier haben wir so ein Kombimodell aus Luftbefeuchter und Ionisator, also Luftbefeuchtiger und Luftreiniger. Genau. Und der ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Sie sehen das hier, so eine leicht konische Form, traumhaft schön. Passt, denke ich, in jedes Wohnambiente gut rein. Ja, der sieht richtig gut aus und wir sehen auch hier oben diese Düse und ich hoffe, Sie sehen den Nebel. Ich halte mal was Dunkles dahinter. Da sieht man es jetzt, denke ich, hier kommt schon unser Nebel raus. Das ist ein Vernebler und das, also da sehen wir es, glaube ich. Gucken Sie mal, da ist er. Und der sorgt jetzt für höhere Luftfeuchtigkeit. Jetzt braucht man keine Angst haben, das ist kein Dampf, kein heißer Dampf, sondern das ist per Ultraschall, wird hier Wasser auf kleinste Moleküle verdampft im Prinzip und dann hier in der Wohnung verteilt. Dementsprechend, wie ich das mag, sodass meine Luftfeuchtigkeit eben wieder ausgeglichen ist. Und Luftfeuchtigkeit, das merken ja nicht nur wir Menschen an unserer Haut, an unseren Schleimhäuten, vielleicht auch an den Augen, sondern auch die Tiere und natürlich auch die Pflanzen, wenn man jetzt gerade zum Beispiel die Winterpflanzen reingeholt hat, ja, also die für den Winter reingeholt hat und die auch regelmäßig gießt und plötzlich lassen sie trotzdem den Kopf hängen, dann liegt das oftmals an der zu niedrigen Feuchtigkeit, also zu niedrige Luftfeuchtigkeit und das kann ich hiermit ausgleichen. Und jetzt haben wir vorne das Bedienfeld gesehen, ist sehr, sehr übersichtlich und unten ist auch noch, da sehen Sie es, Anion. Also hier ein Ionisator, damit werden Anionen in der Luft verteilt und jetzt wird also nicht nur die Luftfeuchtigkeit ausgeglichen, sondern auch die Luft gereinigt. Das ist ganz, ganz toll, ne? Eine Luftreinigung gleichzeitig. Ja. Und für Sie zu Hause, Sie müssen sich mal vorstellen, in Ihrer Luft sind natürlich auch ganz viele kleine Partikel, gerade durch die Heizung, Sie kennen das, die sorgt natürlich dafür, dass dann auch Staubpartikel, die sich dann auf Ihrem Boden zum Beispiel befinden, mit wieder hochgewirbelt werden, die gehen dann wieder mit in die Luft rein. Und gerade die Asthmatiker und die Allergiker haben natürlich in der Heizungsperiode zu kämpfen, ja, weil diese Heizungsluft, diese trockene Heizungsluft, dann diese Staubpartikel wieder aufwirbelt und die dann in der Luft sind. Und dadurch, dass man dann weniger lüftet von außen auch, werden die wie in einem geschlossenen System immer wieder hin und her bewegt und sie atmen das immer wieder ein und es geht in ihre Lungen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Luft ausgereinigt wird, dass diese Kleinstpartikel auch aus der Luft herausgefiltert werden. Und das geht hier mit diesem Ionisator, mit diesem Luftreiniger ganz hervorragend. Also hier schlagen Sie quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie haben einmal diesen tollen Ultraschall-Luftbefeuchter, der Ihre Luft angenehm befeuchtet und zwar wie Sie möchten in 4 Befeuchtungsstufen. Und Sie haben hier gleichzeitig diesen tollen Luftreiniger. Sie können selber einstellen, wie stark die Luft befeuchtet werden soll. Sie können sogar den Prozentsatz, und wir haben es ja gerade bei unserem Thermometer, Hygrometer kennengelernt, du hattest es gesagt, zwischen 45% und 55% Luftfeuchtigkeit sollte man im Raum haben. Das kann man ja hier dann auch dementsprechend einstellen an diesem Gerät. Und dann arbeitet der ja so lange, bis das quasi erreicht ist. Man hat ja hier das wunderbar, diesen großen Wassertank, kann den immer wieder nachfüllen. Ja, und dementsprechend der ist richtig groß. 6 Liter passen da rein. Und wir können maximal hier 300 Milliliter pro Stunde verdampfen. Also bei Maximalleistung haben wir hier 20 Stunden ohne Nachfüllen. Und hier können wir auch die Düsen auf 2 Richtungen stellen. Das ist sehr, sehr schön, dass du das jetzt gerade gemacht hast. Also wir können die Doppeldüse in eine Richtung oder auch in beide oder in alle Richtungen im Prinzip hier Wasserdampf, nicht Wasserdampf ist ja eigentlich Blödsinn, sondern die Feuchtigkeit hier verteilen. Da sehen wir es ganz, ganz extrem und damit sorge ich eben für ein sehr, sehr angenehmes Raumklima und das zum wirklich sehr, sehr angenehmen Preis. 47,41 Euro hier der Preis für Sie und das ist ganz, ganz klasse, weil gerade diese großen Geräte, diese professionellen Geräte von diesen Luftbefeuchtern, Sie haben vielleicht selber schon mal geschaut, die liegen normalerweise so ab 100 Euro aufwärts. Deshalb unser TV-Sonderpreis hier von
von 47,41 Euro. Ganz fantastisch. Hier dieses tolle weiße Modell für Sie mit der Bestellnummer NX1303 und der 569. Können Sie jetzt zugreifen. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da unter der 0180 51 51 3x die 2. Wir haben aber ein weiteres Modell für Sie vorbereitet hier und das ist richtig, richtig schick. Wir haben hier ein wunderschönes schwarzes Design, diese schwarze leichte Hochglanzoptik, die wir hier Ihnen anbieten können. Das passt natürlich bei einigen dann ein bisschen besser vielleicht ins Wohnambiente. Kann man sich jetzt entscheiden, ob man lieber das Vorgängermodell haben möchte oder dieses Modell. Wir sehen hier ein Design von Carlo Milano. Hier der Preis 85,41 Euro und auch hier haben wir einen Luftbefeuchter mit Ionisator, also mit Luftreiniger. Genau, und Sie brauchen keine Angst zu haben, weil das sieht ja wirklich aus wie Wasserdampf und dann würde ich mir jetzt ganz fürchterlich die Hände verbrennen, weil wenn du so über Wasserdampf gehst, also über heißen Wasserdampf, hast du Brandblasen. Das ist Ultraschall, der hier das Wasser zerstäubt in ganz, ganz feinen Nebel und dafür für die Erhöhung ihrer Luftfeuchtigkeit sorgt. Was ganz, ganz wichtig ist, ist auch, dass es hier keine Störgeräusche gibt. Also der Hersteller gibt an, ein Geräuschpegel von unter 35 Dezibel. Und ich muss sagen, ich höre gar nichts. Nee, ich finde auch, die arbeiten eigentlich fast geräuschlos. Also wir können ja mal ganz leise sein. Ich finde, die machen keine großen Geräusche. Nee. So. Gar nichts. Und hier haben wir jetzt einen 5-Liter-Tank bei 350 Milliliter maximal. Hier Vernebelung pro Stunde heilt das also auch viele, viele Stunden. Ein Warner, wenn mal Niedrigstand im Wasser ist, dass Sie einfach wieder auffüllen mit Leitungswasser. Mehr brauchen wir hier gar nicht machen. Aber zusätzliche Optionen haben wir hier. Wir haben einen Timer drin. Wir haben die Möglichkeit, jetzt auf den Punkt genau meine Luftfeuchtigkeit festzulegen, die ich möchte, die einzustellen. Also ein Hygrometer, das hier drin verbaut ist, misst die Luftfeuchtigkeit und wenn die erreicht ist, die von Ihnen gewünschte Prozentzahl erreicht ist, dann schaltet es automatisch ab und wenn es wieder unterschritten wird, schaltet es wieder zu. Und jetzt sehen wir da auch noch was ganz, ganz Wichtiges und zwar auf der rechten Seite einmal diese Uhr, da ist eine Timerfunktion und das, dieses Bäumchen, das ist immer das Zeichen für den Ionisator, für den Luftreiniger, den ich hier auch jeder Zeit einschalten kann. Ja, und hier sehen wir jetzt, ist ja das ganz, ganz einfach. Unsere Luftfeuchtigkeit, die wir eingestellt hatten, ist jetzt gerade erreicht. Jetzt hat er gerade mal aufgehört. Das können wir jetzt aber erhöhen. Und dann geht's wieder los. Also das ist so komfortabel, was ich hier machen kann. Dann mit Timer-Funktion. Ich kann auch sagen, lauf mal abends, wenn ich ins Bett gehe, komm, lauf du mal noch eine Stunde. Ja, und dann macht er das auch. Also, und das Tolle ist, was ich hier wirklich fantastisch finde, ich kann ja hier selber einstellen, ob ich den gerne, den Wasserdampf quasi, der hier oben rauskommt, ne, dieses Vernebel, ob ich das hier in kühl haben möchte, so wie es immer rauskommt, oder ob ich das so leicht angewärmt haben möchte. Also, Sie können das hier auch auf warm umschalten, das habe ich jetzt gemacht. Ne? Also mit dieser Taste können Sie das selber entscheiden, wie das sein soll. Und diese Tasten sind quasi hier so eingearbeitet in dieses Bedienfeld, also sind einfach diese quasi Berührungstasten. Ne? Also fantastisch. Eine ganz hochwertige Qualität hier. Das ist so ein richtiges Luxusgerät, richtig, muss man und schon sieht sagen. Sieht toll aus und jetzt eben diese mehrere Fliegen mit einer Klappe, die Luftfeuchtigkeit wird in angenehmem Maße hier so gemacht, dass Sie sich wohlfühlen und dann auch noch der jederzeit zuschaltbare Ionisator, also der Luftreiniger, der jetzt Schadstoffe auch aus der Luft nimmt. Ob das Zigarettenrauch ist oder ob das Pollen sind oder jetzt im Winter, gerade in der Erkältungszeit, diese Viren und Bakterien, die überall keuchen und fleuchen, die werden von den Anionen natürlich auch hier eliminiert. Ich bin total begeistert von diesem tollen Luftbefeuchter von Carlo Milano hier mit diesem tollen Design. Traumhaft schön, 85,41 Euro. Und als kleiner Tipp von mir, ich habe die ja auch schon alle ausprobiert. Sie können hier bei diesem Modell auch, da ist extra hier drin so ein Einsatz für so ein Aromafach auch noch, da können Sie so ein paar Tropfen von diesem Aromaöl mit reingeben. Das kann man im Drogeriemarkt kaufen. Und dann wird das auch mit vernebelt. Das also ist jetzt auch schön. Das wird dann hier quasi auch mit durch diesen Ultraschall mit vernebelt, ganz, ganz fein. Und bringt dann auch noch so ein bisschen Geruch
Geruch mit in die Wohnung, wenn man das mag. Muss man nicht, aber kann man. Viele arbeiten ja mit so Raumsprays, aber damit wird ja eigentlich nur ein Duft verbreitet, der andere Düfte überdeckt. Mhm. Hier habe ich den Ionisator, das heißt, der zerstört Düfte und sendet aber gleichzeitig hier einen wohlen, einen angenehmen Duft durch das Aromaöl aus, den ich, also wenn ich das denn möchte, das ist natürlich optional möglich, muss ich nicht, kann ich aber jederzeit. So ein bisschen Zitronen oder Melisse-Duft oder so finde ich immer sehr, sehr angenehm. Genau, also ist optional, wenn man möchte, ist halt noch so zum Wohlfühlen so ein bisschen mit dazu, wenn man das mag, aber man wird es direkt spüren, dass man sich besser fühlt. Du hast am Anfang was angesprochen, was sehr, sehr wichtig ist, gerade auch die Krankheiten, weil wenn man eine zu trockene Raumluft hat, dann werden die Schleimhäute trocken und dann wird man schneller krank. Das wird Ihnen jeder Arzt bestätigen und viele laufen immer wieder zum Arzt und sagen, oh, ich bin schon wieder krank, ich habe schon wieder eine Erkältung, ich weiß gar nicht warum, ich fühle mich schon wieder so matt, ich fühle mich schon wieder so schwach. Sie werden anfälliger. Wenn Sie eine trockene Raumluft haben, dann sind die Schleimhäute trocken, dann können sich Viren und Bakterien schneller annisten und dann werden Sie schneller krank. Probieren Sie es mal mit einem Luftbefeuchter. Ja? Das ist eine geniale Sache. Und hier dieses tolle professionelle Modell für 85,41 Euro. Das ist einfach toll. Testen Sie es mal aus. Sie zahlen viel mehr Geld dann im Endeffekt für Medikamente und haben viel mehr Stress und viel mehr Zeitaufwand, wenn Sie immer wieder zum Arzt laufen. Hier kann man sich selber helfen durch ganz natürliche Sachen, durch einen Luftbefeuchter, durch einen Luftreiniger. Das sind natürliche Produkte, die wir hier zeigen, die einfach dann vorbeugen schon. Ja? Das ist eine tolle, tolle Sache. Dann wird man gar nicht erst krank. Ja? Viele jammern dann rum und sagen, oh, ich bin schon wieder krank und ich habe Hautausschlag und ich habe vielleicht Asthma oder ne, dann sind solche Leiden. Solche Produkte, Luftbefeuchter, Luftreiniger, die helfen Ihnen. Bestellen Sie die doch. Auch hier unseren Luftreiniger, den wir jetzt zeigen, dieses Einstiegsmodell, das ist fantastisch. Das ist richtig fantastisch. Hier auf zweierlei Arten Luft gereinigt. Natürlich auch wieder ein Ionisator. Also das ist jetzt ein Gerät für Leute, die sagen, meine Luftfeuchtigkeit ist hervorragend oder ich habe schon einen Luftbefeuchter, aber ich brauche unbedingt einen Luftreiniger. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Brauchen. Den braucht eigentlich jeder. Und zwar jeder, der einfach auf Sauberkeit Wert legt. Weil du schrubbst ja und wienerst deine Schränke, deinen Boden. Ja? Wenn es sein muss, holst du auch oben von der Decke noch irgendwelchen Staub raus. Aber die Luft, die kannst du nicht reinigen. Die kannst du nicht putzen. Da kannst du keinen Lappen nehmen und komm mal her, Luft, ich reinige dich jetzt. Ja. Da brauchst du eben so einen Luftreiniger. Und das macht er hier sehr, sehr effektiv auf zweierlei Arten und Weisen. Und zwar einmal mit dem Ionisator, der Anionen verteilt in der Erkältungszeit. Ganz, ganz wichtig, weil er auch Viren und Bakterien zerstört. Und zum anderen haben wir hier auch noch einen elektrostatischen Permanentfilter drin. Hoppla. Und Elektrostatik, das kennen wir früher noch an den Röhrenfernsehern. Mhm. Da war auch elektrostatische Aufladung. Das heißt, das Magnet, der Staub wurde angezogen wie ein Magnet. Auf den Fernseher war immer eine Staubschicht. Egal, wann man die gereinigt hat, am Fernseher war immer eine Staubschicht drauf. War damals sehr, sehr lästig. Mhm. Ja, da musste man täglich abstauben. Beim Ionisator hier, bei unserem Luftreiniger, ist das natürlich gewollt, weil jetzt die groben Staubpartikel hier auf diesem Permanentfilter gefangen werden. Und du musst das dann nur, wenn er mal verschmutzt ist, rausholen, unter fließend Wasser wieder abwischen, abtrocknen und wieder reinstellen. Jetzt haben wir hier also wirklich ein Gerät, das so gut wie keine Folgekosten mehr hat. Du siehst, der Filter ist ein Permanentfilter, den reinigst du. Den Stromverbrauch, den dürfen wir auch vernachlässigen. 7 Watt Stromverbrauch hat der. Also jetzt gar keine Nebenkosten wäre übertrieben, aber bei 7 Watt, bei 1000 Stunden haben wir 7 Kilowattstunden. Kilowattstunden rechnen wir ab. Ich runde das mal auf, 30 Cent. Das wäre, also bei 1000 Stunden würde dich das 2,10 Euro kosten. Mhm. Also ich denke, damit kann man absolut leben. Deshalb können wir wirklich sagen, so gut wie keine Folgekosten. Das ist unser Einstiegsmodell. Ich finde den auch sehr, sehr schick, sehr spacig hier mit dem Silber und mit dem Schwarz. Aber wir haben gleich noch etwas für Sie. Genau die gleiche Technologie, aber was vielleicht vom Design her noch schöner ist. Aber unser Einstiegsmodell ist schon 100.000-fach unterwegs und wird, glaube ich, überall geliebt. Ich bin total begeistert von dem. Ich war ja am Anfang, muss ich gestehen, auch ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht. Ich habe mir, wie viele, glaube ich, da draußen auch, nicht so die Gedanken über das Thema Luft gemacht. Ich bin ja auch so jemand, der sehr pingelig ist im Haushalt. Ich wasche mit speziellen Waschmitteln, ich putze mit speziellen Putzmitteln, ich achte auf Lebensmittel, die
ich esse. Mhm. Also wirklich das volle Programm. Aber die Luft, wie du gesagt hast, kann man nicht waschen oder so. Und dann habe ich mir auch wirklich dann Gedanken gemacht, habe gedacht, oh Gott, die atme ich ein. Und dann habe ich mir den gekauft, habe den zu Hause hingestellt und habe immer zwischendurch, also auch wenn ich dann Gerüche in der Luft hatte, mal speziell, wenn ich gekocht habe, aber auch zwischendurch, wenn ich gemerkt habe, irgendwas ist in der Luft, irgendwie, dann habe ich den angemacht und war begeistert. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, deshalb, Sie werden das spüren, Sie werden das merken, das ist fantastisch. Und für 18,91 Euro, so ein tolles Einstiegsgerät, probieren Sie es mal aus. Sie spüren richtig, wie sauber plötzlich Ihre Luft ist, wie viel mehr Energie Sie dann auch haben, ja. Und ich meine, dieses Thema Luftreinigung, man sagt ja nicht ohne Grund dann auch, oder man schickt ja nicht ohne Grund Menschen auch dann zu einer Kur, dann zu einer Luftkur. Dann, ne? Man sagt ja immer, ja, fahrt zur Kur ans Meer, um gute Luft zu atmen. Ja, weil da ist die Luft gut. Oder auf die Berge, um gute Luft zu atmen. Jetzt haben wir hier zwei Designmodelle nochmal. Also hier genau dasselbe Prinzip. Doppelte, beziehungsweise hier haben wir sogar noch einen dreifachen Filter drin oder einen dreifachen Luftreiniger. Also hier haben wir den elektrostatischen Filter drin und den Ionisator, die Luft wieder mit Anionen anreichert. Mhm. Hinten noch ein Staubfilter für Grobes. Aber das jetzt natürlich designt, weil wir hatten Anfragen von vielen unserer Kunden, die gesagt haben, sag mal, habt ihr das auch so, dass es richtig schick in die Einrichtung reinpasst, sich eigentlich ganz unauffällig, fast schon tarnt in der Einrichtung? Und da haben wir dann zwei Modelle. Und das sind unsere neuesten. Einmal Holz, einmal mit diesem weißen Lack. Also egal, was für eine Einrichtung ich habe, ich glaube, hier ist auf jeden Fall das Richtige dabei. Beginnen tun wir mit der Holzoptik. Aber vorhin war die Frage, wer denn so einen Raum, so einen Luftreiniger braucht. Und ich bin der Meinung, es braucht ihn jeder. Jeder, der ein Haustier hat. Das ganz, ganz klar. Ob Hund, ob Katze, ob Maus. Auch Nager zum Beispiel. Diese hinterlassen ja Rückstände. Da bildet sich Ammoniak. Das gibt diesen Geruch. Katzen finde ich ganz, ganz schlimm. Nicht Katzen finde ich schlimm. Nein, dass mir das Katzenklo in der Wohnung ist. Der Geruch. Und Katzenbesitzer sagen immer, ich habe das beste Bio, teure Streu und bei mir riecht man gar nichts. Man riecht es immer. Wenn ein Katzenklo in der Wohnung ist, riecht man es. Es sei denn, man hat einen Luftreiniger. Ja? Oder auch wenn mehrere Personen im Haushalt sind, dann bringt der eine, die Kinder bringen aus der Schule eine Erkältung und dann geht das wie ein Schneeball von einem zum anderen, weil ja die ganze Luft voll ist mit irgendwelchen Viren, Bakterien, also auch mit mehreren Personen, brauche ich das. Wenn mein Partner Schweißfüße hat, brauche ich das. Wenn ich gerne koche, brauche ich das. Also du siehst, jeder Haushalt braucht einen Luftreiniger. Definitiv. Und hier diese neuen Modelle, einmal mit der Holzoptik für 37,91 Euro. Da ist Ihre Bestellnummer die NX9106 und die 569. Sie können die einfach so hinlegen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die zu stellen. Ja? Also Sie können die auch so aufrecht hinstellen, wenn Sie möchten. Das geht selbstverständlich auch, wenn Sie es in ein Bücherregal vielleicht einstellen möchten, können Sie die auch aufrecht stellen. Hier sehen wir es auf dem Regal. Total unauffällig und unglaublich effektiv. Egal, ob in der Holzoptik, die wir jetzt haben, oder nachher in der weißen Lackoptik. Also technisch sind die ja wieder identisch. Eine ganz fantastische Sache, schlank und schick im Design. Unsere tollen Luftreiniger mit Ionisator und zuschaltbarem Lüfter. Hier nochmal die Holzoptik für Sie mit der Bestellnummer NX9106 und der 569 oder das Modell baugleich, muss man dazu sagen, aber hier mit dieser weißen Verkleidung vorne in dieser Lackoptik. Viele haben ja diese Lackmöbel in diesem weißen Lack und da sehen wir es hier toll verbaut. Da ist Ihre Bestellnummer, die NX9107 und die 569. Und wir haben ihn jetzt auf volle Pulle, also ich kann den Lüfter den Ionisator einschalten und einen Lüfter mit einschalten und der läuft jetzt volle Pulle und man hört auch hier wieder absolut nichts. Ich wollte Ihnen natürlich auch noch den Permanentfilter zeigen, weil ich ja gesagt habe, selbe Technologie wie unser Grundmodell. Und da sehen Sie ein kleines Einschubfach. Und wenn ich hier jetzt ziehe, da kommt mein Permanentfilter raus. Also auch wieder elektrostatische Aufladung. Und hier wird der Staub angesaugt und rausgefiltert aus der Luft. Dann einfach zum Reinigen rausholen, fließend Wasser abwischen, abtrocknen und dann wieder rein. Und hier haben wir im Prinzip noch einen kleinen Vorfilter. Das sehen wir jetzt bei unserem Designmodell. Den kannst du hier rausnehmen und da wird nochmal Luft, die eingezogen wird, gefiltert. Das kannst du auch jederzeit reinigen. Also du siehst die Handhabung unglaublich einfach. Wir haben so gut wie keinen Stromverbrauch. Wir haben eine unglaublich leise Laufleistung. Also ich sage jetzt wieder geräuschlos, aber 25 Dezibel sind hier angegeben als Geräuschkulisse. Und um das mal zu vergleichen, so wenn man flüstert, das sind ungefähr 40 Dezibel. Also nur, dass es mal
einschätzen können, das ist unglaublich Laufruhe und man riecht es sofort. Ja, man riecht es. Kennen Sie den Satz hier? Riecht es so komisch? Ich glaube, das ist frische Luft. Ja, das ist der Fall hier. Neutrale Luft, also jetzt nicht mit irgendwelchen Düften übertünchte Luft, sondern wirklich neutrale Luft. Und da sehen wir mal, gegen was das alles hilft. Staub, Milben, zum Beispiel auch Zigarettenrauch, wenn jemand in Ihrer Wohnung mal raucht, Viren und Bakterien, Pollen, alles wird hier eingesaugt, die verunreinigte Luft wird eingesaugt und vorne kommt die gereinigte und mit Anionen angereicherte Luft wieder raus. Und Sie werden es spüren, wie schön das ist, wenn man eigentlich mal wieder richtig gut durchatmen kann, wenn man sich so richtig wohlfühlt plötzlich. Das ist, als ob man Urlaub hat und plötzlich am Meer oder auf dem Berg steht und so richtig so, ist das schön. Und dann geht es ihm wieder richtig gut zu Hause. Und deshalb machen wir diese Sendung, deshalb zeigen wir Ihnen diese Produkte, damit Sie sich auch über den Winter zu Hause in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, in Ihren eigenen vier Wänden so richtig wohlfühlen. Deshalb denken Sie bitte an das Hygrometer, das Thermometer, damit Sie das einmal einschätzen können, die Situation bei Ihnen zu Hause, und dann entscheiden können, brauche ich einen Luftreiniger oder brauche ich sogar einen Luftreiniger und Luftbefeuchter. Da haben wir diese schönen Kombiprodukte für Sie und dann können Sie sich dementsprechend ausstatten, vielleicht auch gleich zwei bestellen, je nachdem, sodass Sie da bestens gerüstet sind und dann nicht krank werden und sich so richtig wohlfühlen, auch bei kalten Temperaturen.